Okay, und jetzt kommt Johnny Sins. Ich bin der Alex, bin 33 Jahre jung und mache Escort. Es geht jetzt nicht hauptsächlich um Sex, eher glaube ich die Anerkennung. Es geht nicht hauptsächlich um Sex. Aber es geht auch um Sex. Die Frauen werden alle denken, gib mal Nummer. Die Eltern werden alle sein, auf keinen Fall wirst du mit diesem Typen daten, auf gar keinen Fall. Da sind also gerade die Generation ist nicht offen genug dafür. Die Oma sagt das, vielleicht, gib mal Nummer. Das weiß ich gar nicht, weil ich mir auch immer durchaus vorstellen kann, dass gerade die Generation, die sowohl einmal gesellschaftlich unterdrückter war, aber auch auf der anderen Seite einfach gar keine Zeit hatte für sowas, sich auch hier denkt, das ist gut. Ja. Das hätte ich gern gehabt, gönne ich jetzt meinem Kind. Ja, absolut. Diese Aufmerksamkeit, was so eine Frau halt will. Du bist halt 3-4 Stunden mit ihr unterwegs oder gehst ins Schwimmbad oder auf eine Weihnachtsfeier oder irgendwelche solche Sachen. Wie ein bezahltes Date. Hör auf, bitte. Was ist beim Alex noch so was Besonderes, wo wir vielleicht wissen sollten? Was man so nicht auf den ersten Blick sieht. Yeah, I'm a bad guy, ain't no holding back guy. Come on, was ist da versteckt hinter dem ganzen Muskelpaket? Was zum Beispiel nicht aufgefallen ist, was halt eigentlich auffallen ist. Die Links hat mir eindeutig viel zu strahlende Augen die ganze Zeit. Digga. Hätte sollen, wie zum Beispiel das Motorrad. Er fährt gerne Motorrad. Das ist uns schon aufgefallen. Aber der macht der Motocross. Deswegen, wir warten, bis sie selber erzählt uns. Der erste Eindruck ist spannend. Es ist was da, aber es ist auch irgendwas Verborgenes. So geheimnisvoll. Da braucht man Zeit ein bisschen. Jetzt komm, raus damit. Ich bin auch persönlich sehr offen. Also ich mit meiner Partnerin will ich alles besprechen. In der Beziehung ist A und O reden. Und wenn das ein Mensch nicht kann, dann geht es halt 5 Jahre und irgendwann ist die Beziehung vorbei. Ich glaube, der erste Einblick bei ihm täuscht. Ich weiß nicht, ins Positive oder ins Negative kann ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, der ist total netter. Ich glaube auch. Da müssen wir noch mal hinschauen. Fürs Erste wurde... Aber auch gewisserweise halt so Lebemensch. Mhm. So, und da kommen halt viele aus der Generation gar nicht so mit. Ja, klar. Ich finde auch mit seiner, ich möchte mit meiner Partnerin über alles sprechen. Ich bin sehr offen. Sie sollte auch sehr offen sein, hat er jetzt nicht gesagt, aber war so, auf jeden Fall wird er seinen Job nicht gerne aufgeben. Nein, auf gar keinen Fall. Ja. Genug geguckt. Welche Single-Männer sind am besten angekommen? Die Familien der Frauen geben ihr Ranking ab. Welcher Mann passt wie gut zu ihrem Single? Dieser Mann, der ist ein Schnuckelchen von Natur aus. Vom allerfeinsten Schwiegermuttertyp. Auf Platz 1. Gucken nur nach äußeren. Auf Platz, also von 6 fangen wir an nach unten. Von 6 nach unten? Ja. Also, ich würde sagen, also der hier, das passt schon mal gar nicht zu Nathalie. Macht Spaß. Schicksal zu spielen. Ja, genau. Ich hab am Anfang unheimlich Schiss gehabt, aber... Es kann weitergehen. Aber wo das gerade gesagt worden ist, mit Escort kann er mit Frauen umgehen, spricht für ihn, war gerade im Chat. Frag ich mich, weil ich kenne das, ich meine das jetzt gar nicht böse, so, ich habe keine Ahnung davon, aber man kennt das ja von Köchen. Die kochen für ihren Beruf und kochen dann nicht gern zu Hause. Ja. Ist jemand, der von Beruf hat, der dafür bezahlt wird, dir zuzuhören, einfühlsam zu sein und so weiter. Ich will ihm das gar nicht unterstellen, aber das kam mir so in den Kopf, hat er vielleicht zu Hause gar keinen Bock da drauf? Weißt du, was ich meine? Ja, total. Weißt du, so, ich mache mir da Sorgen. Aber ja, kann auch das. Sein, dass er, das kann natürlich auch sein, dass er einfach durchgängig so ein Mensch ist und das einfach nur zum Beruf gemacht hat und damit positiv ist. Aber manchmal, So, ihr Lieben, wir haben Klarheit. Alex und Ali, ihr habt Juliette am allerbesten verkauft. Sie ist hier heute die heißbegehrteste Single-Dame. Also kommt gerne zu mir. Für welchen Mann entscheiden sich Ali und Alex? Dann bin ich sehr gespannt, für wen ihr euch jetzt entscheidet. Weil die Familien der Single-Männer Juliette als begehrteste Single-Frau auf Platz 1 gewählt haben, dürfen Alex und Ali jetzt als Erste einen Mann für sie wählen. Philipp! Philipp!
Danke. Mit Mama und Papa, ne? Das ist super, danke. Danke. Hallo. Meine Tochter kommt nach mir. Ich glaube, wenn sie diese Gruppe gesehen hatte, hätte sie genauso entschieden. Ja. Aber hundertprozentig. So, und die zweitbegehrteste Single-Dame heute war Jenny. Und ihr habt immer noch eine ganz tolle Auswahl hier stehen. Immer noch 5 Jungs für euch. Wen möchtet ihr mitnehmen in eure Kutsche, Girls? Die Oma nimmt Johnny Sins. Unsere Wahl, Cheche. Cheche! Cheche! Oh! Oh, damit habe ich nicht gerechnet. Er wirkte wenig begeistert. Gerade. Aber der wirkt die ganze Zeit nicht begeistert. Er war auch, ich fand ihn auch, also ich weiß nicht, die Frage ist natürlich auch, wir hatten ganz viele Kandidatinnen, wo jetzt gerade die Eltern oder die Vermittler im Vordergrund standen und die sich zurückgehalten haben. Wir hatten aber auch welche, die direkt rausgegangen sind. Ich weiß nicht, wie, vielleicht haben die einen oder anderen das Konzept halt anders verstanden. Du kennst das, wenn jemand so Regeln erklärt und du denkst, okay, ich darf nicht reden, sondern eigentlich sollen die reden und so. Und ja, vielleicht lag es auch daran, aber ich fand ihn sowieso so sehr zurückhaltend. Ja, ja, ja. Also JJ stand halt die ganze Zeit hinten, so. Mhm. Ja, es war. Also in den Ausschnitten, die wir gesehen haben. Und es hat mir persönlich, hat mir nicht gefallen. Kommt her. Das ist eigentlich total dutzeniger Geschmack. Total. Wer hätte was? Das gedacht? Kein Wort verstanden. Total der Jenny-ihr Geschmack. Eigentlich nicht. Hat sie das so gesagt? Ja. Das ist total der Jenny-ihr Geschmack? Ja. Was wollt euch nicht oder seid nicht überrascht? Warum bist du nicht überrascht? Ich denke schon, was ich favorisiert war. Favorit ist man immer. Das ist dein Mindset. Guck mal, die Oma will. Also, freut euch auf den Anzug. Wir tun's auch. Ganz viel Spaß, ihr Lieben. So, noch 4 junge Männer stehen zur Auswahl für Friends and Family von Ihn Nathalie. Haben wir gar nicht gesehen, kommt oder? Bitte her, Lina und Vivian. Dann dürft ihr jetzt verkünden, wer mit euch beiden einziehen soll. Ist der Roman. Genau. Sie haben sich für die Almans entschieden. Damit habe ich nicht gerechnet. Damit habe ich so gar nicht gerechnet. Ja, auch nicht damit gerechnet. Was ist denn mit dem Blonden da? Weiß ich nicht. Roman, kommt alle her. Oh, ja. Ich gehe mal vor. Freue ich mich? Das ja, neu, ne? Oho, jetzt weiß ich aber warum. Andere Gemeinde waren gleicher Meinung. Also, ja, da müssen wir nicht lange reden. Dann. Meinst du, Mutti wollte sich einen neuen Papa angeln? Eigentlich. Also ganz viel Spaß. Zieht ein. Dankeschön. Da sind ganz komische Weiber. Was? Wer ist er? Die Jungs sind nervös. Ich kann es verstehen, denn nur noch einer darf gleich hier in eine Kutsche einziehen. Und klar, Johnny Sins ist raus. Nee, Johnny Sins ist drin. Nein, ist raus. Kommt her. Die wählen den niemals. Okay. Für wen habt ihr beide euch entschieden? Also, wir fanden, dass dieser Typ, glaube ich, wirklich der Traummann von Roya ist. Du sagst das. Ist? Panna? Ja. Panna! Der Traummann! Der mit den 2 Kindern. Er fühlt's auch nicht. Ich sag dir, das. Aber Roya war cool. Ja, aber das wird nochmal richtig durchgemischt. Er mag's nicht. Sie findet ihn vielleicht toll, aber ich glaube nicht, dass er sie toll findet. Aber was. Aber, hä? Und wer war der andere? Ich habe keine Ahnung, vielleicht haben sie ihn deswegen nicht vorgestellt, weil er auch gar nicht dabei ist. Ja, aber es tut mir total leid für ihn, weil er kommt da rein. Was hatte er? 15 Sekunden Screentime. Ja, aber das heißt, Johnny Sins wird auf jeden Fall auf den zweiten Heiratsmarkt kommen. Das kann sein. Oh ja. Hanna, genau. So ein griechischer Gott. Ja, genau. Adonis für Roya. So, dann zieht ein. Ja, worauf wartet ihr noch? Los geht's. Ja, großer Mann. Ciao. So, 2 haben wir noch übrig. Wie bestellt und nicht abgeholt. Hilft nichts, kommt mal zu mir. Es gibt ja auch noch eine zweite Chance, nicht wahr? Für den, der beim Ranking besser abgeschnitten hat.
und eine zweite Chance bekommt Alex. Ihr dürft es nochmal versuchen. Und sag ich doch. Ja, aber wer ist der andere? Deswegen wurde er nicht gezeigt. Damit müssen wir uns leider, leider alles von euch dreien verabschieden. Ich hab sie nicht mal gesehen. Ja, ein bisschen am Ego kratzt schon, aber ich denke, wir kriegen es beim nächsten Mal schon. So, Alex ist heiß. Zeit, die Einkäufe nach Hause zu bringen. Aber ich frag mich auch da, ob er zu heiß ist. Die gematchten Paare ist richtig attraktiv. Könnte eine Regievorgabe gewesen sein, dass er dabei sein muss, weil sie noch ein paar Bilder am Pool von ihm brauchen. Ich glaube auch, der ist super freundlich. Ich glaube, der ist super chill. Mhm. Ja. Ich noch gar nicht. Und werden jetzt mit ihren Familien zusammenziehen. So. Das sind sogar Alex mit einem der attraktivsten. Nicht gezeigt wurde Max, der war schon schön, bei also iTunes. Wir kamen rein, zu hören. Gedacht, wow. Ah. Sehr luxuriös eingerichtet. Also top. Also, super. Schön, schöne Anlage, muss ich sagen. Es gibt kein Bier. Oh, nee. Das war so klar, Alter. Erst mal ein Kühlschrank. Einmal eine Pulle Bier hier. Und jetzt gibt's aber keinen. Dann können wir es ja ertragen. Noch. Ich betone es. Ich glaube, er hat nicht richtig geguckt. Was ist denn das? Ist das Bier? Das Bier? Wie sie aufgesprochen ist. Aber Olli, ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich in so einem Format mitmachen würde und ich einer der, also nicht Kandidaten wäre, sondern einer von denen, es wäre mein First Call, Olli, wo ist mein helles? Wo ist der Suff? Und dann ab dafür. Was ist denn für eine Marke? Wahrscheinlich irgendeine kroatische, oder? Ah, die Kroaten können ganz gut Bier, glaube ich. Wir können uns schon vorstellen, dass die Familie... Die Deutschen können kein... Also, ja, es gibt gutes Craft-Bier und es gibt auch die ein oder andere gute Marke. Augustiner, Tegernseher und so. Da gibt's, hier und da gibt es schon gute Sachen. Aber das, also Großteil des deutschen Biers ist absolut, schmeckt alles gleich. Alles. Durch die Bank. Hast du mal außerhalb von Deutschland versucht, Bier zu trinken in deinem Leben? Ja. Dann... Ich sag dir, alleine Tschechien hat so viel besseres Bier. Nein, eben nichts. Also ich habe noch nichts Vergleichbares gefunden, wie zum Beispiel so ein schönes Bayreuther oder Augustiner. Ich habe gesagt, so. Augustiner, Tegernseher, es gibt, tolles, genau, es gibt damit, tolle Marken. Ja, ja. Damit ist es halt schwierig, da dann rüberzukommen. Aber ich sage halt, im normalen Bierfeld schmeckt, das ist alles Einheitsbrühe. Ist ja aber auch unfair, weil wir haben ungefähr 12.000 Biersorten hier und davon sind dann ja 10.000 gleich. Ja? Tanzäpfle, ja klar. Aber ganz ehrlich, geh mal nach Tschechien, was die für kreative Biere haben, was ich da drüben getrunken habe, für geilen Scheiß. Wirklich, wirklich geil. Und hier, Olli trinkt auch gerne Kölsch, nichts gegen Kölsch. Hey, wenn ich hasse Kölsch. Du, egal. Nix gegen Kölsch. Wenn du mir ankommst, mir einen Meter oder einen Kranz hinstellst, dann habe ich ja ein Bier und dann bin ich zufrieden. Ganz einfache Geschichte. Ja, naja. Ja. So. Ah, ich sehe schon, ich drehe ja hier ganz viele Leute, die sagen, nicht mein Bier! Olli hat keine Meinung zu haben. Ich sage euch, ich habe halt außerhalb von Deutschland besseres Bier getrunken, als ich innerhalb von Deutschland getrunken habe. Und ich habe einige Sorten durch. Der zu uns passt. Weil auch das Argument jetzt, Olli, du trinkst kaum Alkohol, also don't. Ja, das disqualifiziert mich natürlich. Als jemand, der nicht viel Alkohol trinkt, habe ich natürlich keinen Geschmack. Absolut. Wir harmonieren uns, sind fast gleich. Bis auf das wir halt beklappt sind. Komm, wir essen erstmal was. Ja, wir essen erstmal was. Ich setze mich mal neben Schwiegerpapa. Bin sehr, sehr positiv überrascht. Die Eltern, beziehungsweise der Papa plus halt der Patenonkel. Lass krachen. Hat einfach direkt gematcht auf eine geile Zeit. Ja, aber auf eine schnelle Kennenlernen erstmal. Mal sehen, was kommt, ne? Genau. Moment, hat er jetzt, also, hat Philipp jetzt das einzige Bier bekommen, damit mit der Reaktion von den anderen ist er jetzt das Alpha-Male. Schon. Er ist jetzt der Rudelführer, weil er hat das Bier bekommen. Stell dir vor, die hätten da jetzt nur so Pilsator-Pilz aus der Dose oder, nee, du hast einfach oder so das schöne PET-Flaschenbier, weißt du? Ja, Stierbier.
Hey, hör mal auf, nichts gegen Stierbier. Stierbier ist günstiger als Oettinger. Digga, wir haben früher auf dem Campingplatz Stierbier immer hoch und runter getrunken. Stierbier ist das Schlimmste. Stierbier hat für mich einen nostalgischen Wert. Ja. Da lass ich nicht mit mir reden. So, da lässt du nicht mit dir reden. Digga, okay. Sterni-Export kannst du gerne kritisieren, da werden dich andere Leute haben. Nein. Aber was für andere Leute Sternburg-Export ist, ist für mich auf jeden Fall Stierbier. Ah. Guter. Das werden wir jetzt in den nächsten Tagen sehen, ob es wirklich so ist, ja, ob wir wirklich richtig entschieden haben. Aber vorerst sagen wir mal, stopp. Ey, weißt du noch nicht, was jetzt kommt, aber... Du weißt noch nicht, was jetzt kommt. Ich weiß noch nicht, was kommt. Julie gibt Befehle. Papa, mach das, hol das, mach das. Hast du nichts zu lachen? Du hast nichts zu lachen. Na, wieso? Vielleicht gebe ich das ja immer an meinen Schwiegerpapa dann weiter. Was ist das für ein geiles Tetrapack, Alter? Joy. Joy. Ja, das ist einfach viel zu groß. Was ist da drin? Joy ist da Was drin. Was ist das? Also, ich muss sagen, er trifft ja meinen Geschmack voll. Ich liebe übrigens, dass sie die ganze Zeit so sitzen. Ich weiß gar nicht warum, aber ich finde es irgendwie großartig. Es war. Fehlt nur noch die Hauptperson. Juliette hat, wie alle anderen Singlefrauen, bis jetzt noch keinen der Männer gesehen. Und keine Ahnung, wen Papa und Patenonkel für sie ausgesucht haben. Now you see me, now you don't. Oh. Ja, dann mach mal die Tür auf. Jetzt geht's endlich los. Hallöchen. Hallo. Philipp, Juliette, hi. Hi. Normalerweise wäre das jetzt nicht mein Typ Mann. Tatsächlich sind meine Ansprüche auch sehr hoch. Aber ich muss mich auch mal für was Neues endlich öffnen. Boah, das ist das Schlimmste, was du als Mann tatsächlich hören kannst. Abbekommen, was sie gerade über ihn gesagt hat, war, er ist, also wenn er das gehört hätte, ist wirklich schlimm. Wäre es vorbei. Vorbei. Also zu sagen, irgendwie normalerweise sind meine Ansprüche höher, aber hey, fürs Format, Digga, das, also ihr müsst wissen, bei Männern bleibt sowas ein Leben lang hängen. Das wirst du halt nicht mehr los. Vor allem, ich frag mich, was ist denn, also was sind denn das für Ansprüche? Weil, also jetzt mal vom rein objektiven Level, was kommt denn da noch? Abgesehen von hier Chris Hemsworth oder Henry Cavill. Also was, da vom Standardtyp... Wir reden aber auch über Männer und nicht Götter. Ja, genau. Aber vom Standardtyp auf der Straße, ich finde, Philipp ist jetzt kein... Der ist ja nicht hässlich, nee, der ist nicht ungepflegt. Ja, ich weiß, glaube ich, was sie meint. Was? Aber er ist ja also auch gut gebaut. Also er hat ja auch, guck mal, der hat ordentliche Arme, da ist eine Brust unterm T-Shirt, weißt du, also der macht offensichtlich auch Sport. Kinnpartie ist einigermaßen ausgeprägt. Ich finde, die Friese ist es jetzt nicht ganz. Ja, sag ich ganz offen. Die macht ihm so ein bisschen was. Ist für mich eine absolute TikTok-Frisur. Macht ihm ein bisschen was Bubihaftes. Und ich glaube, das ist das Problem, was sie hat. Er wirkt dadurch ein bisschen bubihaft und sie hätte halt lieber vielleicht einfach so einen strammen. Aber der Chat hat recht, vielleicht wäre JJ ihr Typ. Ja. Ja. Denke ich auch. Ja. Aber ich glaube, Philipp ist auch ein guter Charakter an sich. Ja, glaube ich auch. Weil er hat echt stabile Unterarme, muss man mal sagen. Ja. Du kannst dich gerne, wenn du willst, zu Papa setzen oder setz dich direkt. Na. Erstmal ihr wunderschönes Gesicht, ihre fantastischen Augen. Jetzt mal ganz ehrlich, schaut euch mal das Gesicht an. Ja. Und ihr seht die Frisur. Wenn hier oben nicht so ein Mob wäre, sondern eher das ein bisschen kürzer, ein bisschen, ich schwör dir, der hat absolut, absolut gute Kinnpartie und so. Der würde sagen wir Alten, und ich meine, wir sind 10 Jahre älter als der, glaube ich, weil, was ich jetzt gerade sehe, und ich meine das gar nicht despektierlich, sondern ganz viele, diese Frisur ist komplett modern in den, bei den jüngeren Leuten, und ganz viele finden das attraktiv. Und ganz ehrlich, ich finde Frisur auch super wichtig. Also im Sinne von, ich weiß zum Beispiel bei mir selber, heute habe ich keine gemachten Haare, weil ich dafür keine Zeit gefunden habe heute Morgen. Ist also, aber ich fühle mich instant unattraktiver, wenn ich nicht dazu gekommen bin, meine Haare zu machen und so weiter. Und ich glaube, der mag seine Frisur, und ich glaube, wenn er die nicht so hätte, hätte er eine schlechtere Ausstrahlung. Es kann sein, absolut, absolut. Aber er hat schöne Augen. Ihre schönen Haare, dazu dann noch dieser trainierte Körper.
Sie hat eine schöne große Oberweite, absoluter Knackhintern. Also ich glaube schon, das wird sehr, 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 sehr gut harmonieren. So, wie war denn euer Tag bis jetzt? Wie harmonieren große Brüste und Knackhintern? Womit harmoniert er? Mit ihm, mit seinen Vorstellungen. Immer die Aussage so wild. Ich glaube, mit seinen Vorstellungen. Hä? Was harmoniert denn da? Mit seinem Penis oder was? Hä? Aufregend, oder? Aufregend. Ja. Aufregend. Warten. Ich höre die Maus. Wartend, ja. Aber das Warten hat sich am Ende gelohnt. Oh. Hat sich gelohnt, ja. Schleimen und es reimen. Ich freue mich auf geile Tage jetzt mit ihr, sie näher kennenzulernen und mal schauen, was am Ende draus wird. Auf die Knackhintern. Immer angucken. Also ich stehe ja mehr auf Südländer. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass es jetzt mal jemand anderes ist. Und ich bin gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Sogar der selbsternannte Favorit JJ wird langsam nervös. Da bin ich ja gespannt, was wir uns da schon angeheiratet haben. Ich habe jetzt zum ersten Mal so eine Erfahrung, dass ich eine Frau date, wo die Mutter, die Oma da... Wie können seine Zähne so weiß sein? Ey, es ist krass. Es ist unfassbar, Mann. Ich habe das auch über inzwischen. Ich bin wirklich am Überlegen. Es gibt ja zwei Sachen. Entweder du machst es so wie Monte, gehst los und lässt sie einmal komplett überarbeiten. Und das geht ja. Oder du gehst halt zu diesen paar Mal die Woche... Nicht paar Mal die Woche, mehrere Wochen, also Bleaching, ja. Im Abstand von mehreren Wochen immer wieder zu dem Bleaching. Und dann musst du aber auch, und ich glaube, ich finde das total wichtig, weil ich sehe es zum Beispiel bei mir, ist eine ganz einfache Geschichte. Ich habe auch so eine Perlweiß-Zahnpasta. Nach dem Zähneputzen sind die weiß oder zumindest weißer. Und ich trinke Kaffee. Ich wollte gerade sagen, ich trinke grünen Tee. Bleach würde sich bei mir nicht lohnen, so viel Kaffee halt, ich trinke. Es ist halt sofort wieder weg. Ja. Und man, da muss man, müsste man dann auch die ganze Zeit drauf achten. Und da habe ich eigentlich gar keine Lust. Gar keinen Bock. Dabei ist, wo ein Cousin von mir dabei ist und seine Frau. Es ist schon sehr, sehr anders. Sieht schon mal sehr, sehr nice aus. Wow. Sie hat auch gesagt, bevor die Tür offen war. Die Tür war krass. Vor allem, da ist gar nichts wow. Spül mal zurück. Hat das, wirklich, ist das nicht Nachtspeicherheizung? Weißt du, wie viel Strom die frisst? Das ist gar nicht wow. Ist scheiße. Essen. Spül trotzdem nochmal zurück kurz. Ich möchte nochmal ihr wow. Noch eins? Ja? Bei es, wo ein Cousin von mir dabei ist und seine Frau. Es ist schon sehr, sehr anders. Sieht schon mal sehr, sehr nice aus. Wow. Nein, ja, sie hat schon ein bisschen was gesehen. Sie hat ein bisschen was gesehen. Mega. Oh Gott. Essen. Yay. Das sieht schon mal sehr gut aus. So viel gespart haben die auf jeden Fall nicht. Ja? Und cool. Guck mal, was hier wow. Steht. Wow. Schön. Kann Jenny genauso kommt sofort wie der gedeckte Tisch? Paul, kann ich dir was zu trinken anbieten? Ja, ich bin auch gerne ein Wasser. Wasser habe ich nicht. Was hast du denn da? Hast du so, ist da noch so Apfel? Ich hab hier. Oh. Ich hab Apfel. Willst können wir Apfel bitte schon? Auf die 1 gehen, liebe Regie? Dankeschön. Ja. Ich hab hier noch. Oh, das probier ich mal hier. Grilled Lemon Rosemary. Geil. Mega. Freunde, wenn ihr übrigens Getränkehersteller seid und Bock habt, unseren Kühlschrank zu sponsoren, sagt Bescheid. Dann verraten wir auch den Leuten, was wir trinken. Ist denn das gut für die Welt, ey? Das ist doch keine. Ups, oder? Das ist rund, ne? Ich mach das lieber andersrum, Paul, weil dann sieht man das nicht. Hat das? Das hinterlässt vielleicht auch Spuren. Ich muss direkt an Brooklyn 99 denken. Das hinterlässt Spuren, Alter. Ich entdecke neue Features. Oh mein Gott. Was tust du? Ich hab's vielleicht. Ist gleich wieder ganz. Ja, ist kein Problem. Kein Problem. Ist gar kein Problem. Ist gar kein Stress hier. Stellst du wieder zurück. Danke. Was, wenn die Person mich jetzt nicht vom Hocker haut? Durchhalten! Das habe ich jetzt nicht gesagt. Warum bleibt denn kurz Pause? Weil gerade im Live-Chat, wichtige Frage. Wie überlebt Olli im Hoodie?
Erstens, diesen Hoodie kriegt man auf shop.drfreud.de. Ich wollte es nochmal kurz erwähnen. Der ist limitiert, basierend auf unserem Shirt von unserer Conspiracy Collection. Gönnt. Aber wir haben ja klimatisiert hier, klimatisiert. Also der Betonkern aktiviert. Nee, genau. Wir haben kein klimatisiertes, sondern es ist Betonkern aktiviert. Das heißt, kaltes Wasser aus dem Boden, aus der Erde wird hier durch die Leitung gepumpt und geht dann wieder in die Erde rein. Wir haben das ganze Jahr über eine gleichbleibende Temperatur. Genau. Wenn es draußen warm ist, ist hier drin die gleiche Temperatur. Wenn es draußen kalt ist, ist hier drin die gleiche Temperatur. So. Yes. Meine Haare sitzen nicht mehr, deswegen. Und noch auch du ungestellt. Und noch kommt. Aber es ist schon so ein bisschen Druck, ne, gerade. Für dich, wo uns nicht. Jenny ahnt nichts vom Frisurendesaster. Da ist sie. Ich glaube, das sollte ich übernehmen, oder? Nein, Samuel sollte das machen. Okay, dann mach du das. Ja. Was? Er macht nicht die Tür auf? Seid ihr ready? Trommelwirbel. Ich fühle mich gerade nicht so gut. Ja. Gleich. Bist du so geschockt? Der Blick war nicht okay. Alles daran war nicht. Ich finde nicht okay, dass er die Tür nicht aufmacht. Nee. Also Philipp, da hat er direkt, direkt reingeschissen. Das kann nichts werden. Wenn du so einen Ersteindruck hinterlässt, da verliebt sich keiner an dich. Weißt du, du machst die Tür nicht auf und dann kommt sie, sagt Hallo und du guckst so. Das ist halt, was soll das? Ja, hab ich auch nicht verstanden. Mein Typ Frau ist halt eher etwas fülliger, etwas jünger. Das hat er halt krass raushängen lassen. Zwei Kinder, ne? Ich hab zwei Kinder. Willst du noch Kinder? Nein. Digga, was ist denn da? Also das war wirklich, da waren, wenn ich mir das jetzt, okay, wir haben jetzt absoluten Überblick natürlich von draußen drauf, aber da waren so viele, die man besser hätte verbinden können, ja, als das da. Was, ja. Ah. Also da haben die Eltern jetzt aktuell noch ein bisschen reingeschissen hier, ne? Ja. Ich glaube, da war ein Werbeblock im Original. Hallo, hereinspaziert. Hey. Hallo, Jenny. Hallo. Oh, cool, wow. Ich habe damit gerechnet, dass mir mein Date die Tür aufmacht. Bist du so geschockt? Nein, JJ. Hi. Jenny. Freut mich, freut mich sehr. Ich auch. Eigentlich hätte er gleich aufspringen müssen und sagen, Jenny. Vor allem, wie kann man denn sagen, jünger? 29 ist doch kein Alter. Außer du heißt Valentina. Wie alt ist er denn? Weiß ich doch nicht. Er interessiert mich schon nicht mehr. Jenny hat mich gewonnen und er hat mich komplett verloren. Ist er 33? Ja, blöder. Sorry. Jetzt. Bitte was? Was sucht er denn? Digga, dann fahr halt ins Artemis, wenn du was zum Bügeln suchst. Jenny, hey, endlich bist du da, so. Ja, so der Vibe. Ich glaube, es ist besser, wenn wir gegenüber sitzen, dann sehe ich sie auch besser. Optisch ist jetzt nicht unbedingt der Typ, auf den... Wobei, vielleicht hält er sich auch einfach nur an die Formel. Alter durch 7 plus 2. Verstehe eigentlich. Mein Typ Frau ist halt eher... Ey, ganz klar. Also ich will jetzt gar keinen, dass es nicht sein Typ ist. Damit habe ich gar kein Problem. Das stört mich nicht. Aber das allgemeine Verhalten finde ich nicht angemessen. Absolut unsympathisch, ja. Absolut. So gewinnst du keine Frau. Etwas fülliger. Sie ist auch nicht zufrieden, das siehst du. Wäre ja auch nicht. Auf eine gute Zeit. Also ich an ihrer Stelle würde sagen, wir hören auf. Verstehen. Ja. Ja. Lass doch. Ja. Wer war noch Platz, genau. der noch übrig war? Ich nehme den. Wo sind die anderen Häuser? Ich geh mal rüber und frag mal, wer Bock hat. Ich geh da mal gucken. Mhm. Und uns nicht die Köpfe einrahmeln. Oh, um Gottes Willen, das glaube ich nicht. Nein, das machen wir nicht. Die Situation am Tisch war, ehrlich gesagt, ganz komisch. Mit Oma und Mama und das ist... Das ist schon so eine Situation, wo man sagt, okay, will ich hier gerade überhaupt sein? Ja. Es war für alle beide, das hat man gesehen, nicht das Bäm
Und das ist jetzt nicht mehr unser Problem. Sie müssen selber sehen, wie sie sich verstehen. Jetzt erklär mal, was machst du denn beruflich, weil das haben die irgendwie nicht ausgepackt. Ernährungs- und genau, Selbstliebe-Coach für Frauen. Okay, erklär mal den zweiten Part bitte einmal. Selbstliebe-Coach? Helft quasi Frauen, die... Wie kann man so dermaßen uninteressiert, abgeneigt nach außen ausstrahlen? Das ist ja unfassbar. Also, du sitzt da. Erklär mal. Was machst du, Olli? Was machst du beruflich? Hä? Du musst am Satzende immer runtergehen mit der Stimme. Also, erklärst du, was machst du eigentlich beruflich? Ja, genau. Ich verstehe es nicht, erzähl mal. Ja. Krass, Mann. Diäten machen und so ein Schönheitsideal im Kopf haben. Ich bin auf Tinder gerade, sorry. Redest du mit mir? Helfe dabei, wieder ein gesundes Körperbild zu entwickeln. Mhm. Was machst du? Ich bin selbstständig im Vertrieb. Ja, und mache dann nebenbei ein bisschen Instagram und sowas, so mit Kleinigkeiten. Also genau das, was du eigentlich nicht. Digga, er macht, ich, er Paul, macht Dropshipping! Mich macht das so aggressiv, wie er antwortet, keinen Augenkontakt hält, null Emotionen reinlegt, null interessiert ist. Deswegen gehe ich jetzt ganz kurz mal auf Klo pinkeln, Paul. Mach du, warte, ich, ja, ich frage mich, ob er... Ich kann mir das gerade nicht angucken. Natürlich kann es auch ein, kann es natürlich auch ein Theo Strattmann-Manöver hier gerade sein. Ah, uninteressiert tun? Er wird von der Sendung falsch dargestellt und seine Sätze werden aus dem Kontext geschnitten. Sorry. Ich dachte, er macht hier so eine Dating-Coach-Geschichte. Oh, ach erst diese. Erstmal ist schon uninteressiert sein. Ja. Damit die Frau sich minderwertig fühlt und sie dann du sie wieder... Bisschen Fortnite, dies, das. Ja, genau. Das ist guter Chat. Okay, ich guck weiter, ne, damit er weg ist. Olli. Bitte. Ja, bitte. Ja, okay. Freunde, wir genießen. Ich so gerne. Siehst wahrscheinlich. Nö, das kann man so nicht sagen. Ich bin ja auch bei Instagram. Ist ja halt so eine schwierige Welt, deswegen wird dir alles ein bisschen anders verkauft als in der Realität, deswegen, weißt du? Ja. Aber weißt du selber besser. Ich bin auch ein Opfer davon, ehrlich gesagt. Ja, wir alle. Wir wollen ja da ist immer so. Ich will immer. Er redet nur mit der Oma, aus. Oder? Ja, na, ist doch nichts Schlimmes. Ja, doch, eigentlich schon. Ja, du siehst nicht immer perfekt aus, deswegen. Warum Mama und Oma sich für JJ entschieden haben, das ist eine gute Frage, weil das hätte ich gar nicht gedacht, muss ich ehrlich sagen. Ah, kurz in den Live-Chat, sorry. Hi, Bedarf, schön, dass du da bist. Sagen. Was willst du noch mehr? Was willst du denn ändern an dir? Einiges. Was? Einiges? Ja, fang mal deinem Charakter an. Brüste machen lassen. Gott sei Dank brauchst du das nicht, nein. Das ist schon gut. Wir teilen uns auch noch ein Badezimmer und das ist, glaube ich, mit JJ nicht so einfach. Vielleicht kann ich mir mal seine Pinzette bohren, wenn ich meine vergessen habe oder so. Hoppala. Achtung. Bei Jenny und JJ lässt die Begeisterung noch auf sich warten. Hier bricht sie hoffentlich gleich aus. Das ist natürlich jetzt schwierig. Hier bricht sie hoffentlich gleich aus, während wir eben schon in der Vorschau gesehen haben, dass auch da das Thema Kinder ein schwieriges Thema wird. Ich habe hier kurz auf dich gewartet. Wir sind jetzt im anderen Haus. Es ist nicht besser geworden von seiner Ausstrahlung. Ja. Aber seine Worte sind okay gewesen, aber sie waren auch irgendwie so einstudiert. Sie waren so... Ja, weil er weiß, dass sie Selbstliebe-Coach macht, hat er gesagt, er findet die Welt von Instagram und dass man sich da immer so unecht darstellt und nie eigentlich alles ist alles immer nicht so perfekt. Das hat er gesagt, hat versucht damit, glaube ich, die Wogen zu glätten, aber hat trotzdem nur die Oma angeguckt und eigentlich nichts anderes ausgestrahlt. Er hat gesagt, er mag seine Frau ein bisschen älter, ne? Ja, genau. Er will die Oma. Und sie hat gesagt, dass der Vorteil, den sie sieht, ist, sie kann sich bestimmt mal ein paar Beauty-Produkte bei ihm ausleihen, falls sie keine hat. Hat sie in die Kamera gesagt. Sehr clever verpackter Satz. Ja, fand ich auch. Sehr clever verpackter Satz. Gut. Ich gebe dir das wieder zurück. Ich weiß gar nicht, warum, aber... Ja, er soll die Umgang. Leute. Wow. Wow. Anna ist irgendwie lustig. Das ist ja richtig... Auch der großzügige Außenbereich kann überzeugen. Wir sehen ihn mal. Ja. Den Außenbereich. Pool für meine Grüße, Leute. Oder hat nur er einen Pool? Kommt, wir gehen uns hinsetzen und warten auf unsere Prinzessin. Ich mag Jenny auch.
Die sitzen draußen. Instant sympathisch. Ja, 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 ja. Aber es ist auch das Pärchen, das Elternpärchen, wo ich vorhin gesagt habe. Ja. Ich mag die sofort. Das stimmt. Aber ich, oh, ich leide jetzt so schon für Jenny. Mhm. Also für die davor. Tut mir leid. Jetzt da das Ganze beobachten, wie das Date verläuft und wie das mit der Frau wird, ist natürlich eine neue Situation. Aber ich freue mich auch drauf. Mein Traummann oder mein Typmann sollte auf jeden Fall groß sein. Ich bin eine große Frau. Bei mir ist alles so riesig bombastisch, von den Haaren, von den Nägeln. Es tut mir leid, aber ich habe gerade ganz kurz gedacht, wow, hat sie lange Achselhaare. Bei dem Pause-Frame. Wirklich so aus dem Augenwinkel dachte ich ganz kurz so, hey, ich weiß ja, das ist ja mittlerweile auch wieder modern und so, aber dachte kurz so, huh. Das ist schon allem lang. Irgendwie. Da hat jemand geklopft, glaube ich. Oh, oh. Ja. Echt? Habe ich das gehört? Habe ich das auch gehört? Steh auf. Ja. Glaube, ja. Hä? Ah, wie sie spioniert. Hi. Hi. Er hat wenig energisch die Tür aufgemacht. Auch damit sendest du ja schon ein Zeichen. Sie steht vor der Tür, richtig aufregender Moment. Und alleine schon, wie die Tür geöffnet wird, ist nicht unwichtig. Ich finde, Philipp hat es bisher am besten gemacht. Gerade eben. Philipp. Ach so, ganz am Anfang. Ja, ja. Absolut, absolut. Ja. Willkommen daheim. In der Pfanne. Hä? Hi, wie geht's? Also, sie freut sich. Ja, er ist halt riesig. Das er freut, ist, sie freut sich. Sie, wirklich, sie ist riesig. Ja, auf jeden Fall. Sieh, ich bin die Roja. Ja, freut mich. Boah, du bist ja riesig. Ja, ich hoffe, das Habe ich schon gesagt, dass er riesig ist? Passt, oh oder? Mein Gott, du bist echt groß. Optisch gesehen wirklich voll ins Schwarze getroffen, sagt man das so? Oh, ich war so aufgeregt, ich bin ehrlich. Frag mich mal, mein Herz. Ich komm nicht mit. Was oh, okay, gleich touchy, touchy. Ah, die sind von Anfang an touchy. Oh mein Gott, Schwiegermama. Ich habe hier mal mitgebracht. Guck mal, was da für eine Stimmung ist. Ach man, das tut ja, mir... Ja, da kommen auch die besten Elternpaare zusammen gerade. Ja, ja, aber es tut mir so leid, weil das Foreshadowing war ja schon klar, dass das Kinderthema ein schweres Thema wird. Na, vielleicht haben sie es auch nur so geschnitten. Vielleicht ist das ja auch cool. Sie sagt, ach geil, ich auch nicht. Jamas. Jamas, ne? Jamas. Jamas, Leute. Jamas. Auf den Heiratsmarkt, Leute. Mir gefällt das Dunkle, ein bisschen das Orientalische, was sie hat. Und sie ist ein sehr offener Mensch. Du hast zwei Kinder, ne? Ich habe zwei Kinder. Finde ich voll schön. Ich bin mir nicht sicher, war das so ein, finde ich voll schön. Oder war das so ein, ehrlich, das finde ich voll schön. Okay. Ich habe immer gedacht, das ist so ein Problem. Ist gar kein Problem für dich. Nein. Willst du eigene Kinder? Ja. Willst du noch Kinder? Nein. Ja, das ist natürlich schwierig. Das ist das Problem, ja. Aber ich finde es gut, dass es direkt geklärt ist. Ja, sowas klärst du halt direkt, aber ist halt schwierig. Also ist jetzt schwer natürlich zu sagen, so hey, willst du sowas per se ausschließen? Klar, wenn er schon zwei in die Welt gesetzt hat und sagt, auf gar keinen Fall mache ich das nochmal. Vielleicht, man muss ja mal sehen, er kommt ja vielleicht gerade aus einer kaputten Ehe oder so, weiß man jetzt nicht. Er hat ja auf jeden Fall schon zwei Kinder. Vielleicht kommt er gerade daher, dass er sich denkt, ich will das nicht nochmal erfahren müssen, mit einer Frau Kinder zu machen und dann mich zu trennen und dann haben die Kinder keine Eltern in einem Haushalt zusammen so. Vielleicht ist das seine Motivation, das zu sagen, aber das kann sich ja ändern. Vielleicht sind die ja nach 2-3 Jahren, könnten die miteinander so glücklich sein, dass er sagt, okay, die Sorge habe ich nicht mehr, lass doch machen. Klar, ja, da hast da du ist recht. Nicht Hopfen und Malz verloren. Das kann halt trotzdem noch klappen. Aber... Ja, ja. Ja. Die Frage hätten wir ihn stellen müssen. So ein klares Nein gegen Kinder fand ich schon so... Ja. Nicht ohne. Also hätte mich, wenn ich ihn jetzt an ruhiger Stelle wäre und ich ihn mögen würde, komplett enttäuscht, ehrlich gesagt. Ich sag's immer von vornherein, dass ich keine Kinder mehr möchte. Weil Wie alt bist du? 33. Ach so, Warum möchtest du aber keine Kinder mehr? Also so, ich habe zwei gesunde, das passt. Mhm. Also man soll ja niemals nie sagen. Ding, ne? Ich kann jetzt nur aus deswegen, ich kann ihn auch total nachvollziehen, also auch wenn das passieren kann. Ey, es ist so wild, wenn man drumherum, also um sich selber herum halt ganz viel hört oder auch gesehen hat oder sonst irgendwas, dass Kinder nicht ganz gesund auf die Welt kommen oder sonst. Die Sorge
ist inzwischen, ich weiß gar nicht, also es könnte auch beim, also es könnte auch nur an dem Umfeld liegen, was ich halt kenne. Aber es ist halt so eine Sorge und das ist auch so ein Gedanke für mich, wie glücklich ich darüber bin, eine gesunde Tochter zu haben und nicht ich jetzt schon Angst hätte, Thema zweites Kind, dass das nicht mehr gesund wird. So, und das ist so eine, und das, da verstehe ich ihn so sehr, dieser Gedanke. Ich habe mal kurz zurückgespult, ja, weil er sagte wohl gerade, sag niemals nie. Also es ist nicht ganz ausgeschlossen. Ich möchte, weil... Ja. Wie alt bist du? 33. Achso, ja, okay. Ja. Warum möchtest du aber keine Kinder mehr? Also. So, ich habe zwei gesunde, das passt. Mhm. Also man soll ja niemals nie sagen. Ja, aber schön, also das nehme ich alles mit. Ciao. Das ist dein Spaß. Ja, keine Ahnung. Wird man halt sehen, ne? Schauen wir mal, was passiert. Ich wollte gerade sagen. Ciao. So eine sympathische Drohung. Ja, mal sehen. Naja. Oh, wie die Reise hingeht. Was wird? Vielleicht kriege ich ihn noch dazu zu sagen, komm, ein paar weitere Kinder, wir beide, die Mischung ist top.